Morgen, liebe Frischstofffreundinnen und Frischstofffreunde. Morgen. Tag 2. Heute haben wir eine kürzere Etappe, ne? So von 30 Kilometern. 30, aus logistischen Gründen, wie gestern schon gesagt. Ja. Mangels Unterkünfte, die dann nach 30 Kilometern kommen würden. Also, da gehen wir ein bisschen in die Pampa sonst. Genau. Und Stress brauchen wir nicht in diesem Urlaub. Das ist ein lockeres Radeln mit Schwimmen gehen, solche Sachen. Wir haben jetzt immerhin schon 500, noch 560 Kilometer zu fahren. Ja, ja, werden wir auch irgendwie schaffen, ne? Ja, sicher. Windig war es heute Nacht, ne? Ja, und nachts war es. Aber richtig blöd. War sehr windig. Ich bin jetzt um 12 eingeschlafen. Hier die Apsis an Seiten offen und auch von dem Innenzelt den Reißverschluss offen. Sonst würde keine Luft durchgehen. Ne, wenn es 28 Grad ist. Das wäre nicht auszuhalten. Also man liegt im Zelt und die Stirn ist feucht, man schwitzt. Jetzt haben wir hier schön gefrühstückt und jetzt müssen wir ja diesen Berg da noch hoch. Zur Rezeption. Andrea schiebt nicht gerne, aber mir macht es nichts aus mit der Schieberei. Müssen wir gucken. Wir hasten jetzt ihn wieder hoch und treffen uns oben. Genau. So, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und los geht's. Heute Morgen starten wir bei 44 Kilometern. Wir fahren jetzt mal hier so Serpentin mal hier hoch. So, jetzt sind wir wieder auf der Küstenstraße der Jadranska Magistrale. Und ja, wie es aussieht, werden wir heute hier drauf bleiben. Weil unten am Strand ist kein Weg für uns. Am Strand her. Und außerdem haben wir gestern festgestellt, also immer wenn man runterfährt zu den Häfen, die Häfen sind ja immer auf Wasserniveau, müssen wir anschließend nicht darauf. Was jetzt nicht so das große Problem wäre. Aber man muss es ja nicht ständig haben. Thank you.
Es hat zisch gemacht und Dietmar hat jetzt einen richtig fetten Plattfuß. Jetzt werden wir das erstmal reparieren. Hier natürlich direkt an der Küstenstraße. In so einer kleinen, klitzekleinen Bucht, Gott sei Dank. Bevor ich das Rad jetzt rausziehe, habe ich mir erstmal hier in der Nähe des Ventils ein Zeichen gemacht, wo der Schlauch gesessen hat, damit ich nach der schadhaften Stelle suchen kann. Im Mantel. Ja. Hier ist ein Riss drin und hier sehe ich, hier sind so komische Beulen. Und da hat das wahrscheinlich irgendwie rausgeplättert. Keine Ahnung, was da passiert ist. Muss ich gleich mal am Felgenband gucken, was das hier für eine Stelle ist. So, jetzt Ventil gesessen. Ja, da sind eigentlich nur von den Schrauben die Ausbuchtung. Komisch. Na, ist egal. Das scheint eine Schwachstelle zu sein. Das heißt, ich setze jetzt hier jeweils einen Flicken drauf. Tipptopp, funktioniert immer. Wie viele Minuten Einwirkzeit? 5 Minuten. Einmal. Zweimal. Ja, bei einem Bammwetter kann man es vielleicht ein bisschen verkürzen. Eins fürs Loch und ein für den Schutz, damit es an einer anderen Stelle nicht auch passiert. Ein bisschen drauf passieren, hier ein bisschen ausdrücken so. Wunderbar. Also ich habe mir schlimmer vorgestellt, hier an der Küstenstraße einen Reifen zu flicken, also es klappt ganz gut. Und der Vorteil ist, es ist alles warm und ich kriege auch den Reifen jetzt alles super drauf. So, das ist jetzt der zweite Versuch. Beim ersten Versuch hat sich ganz schnell herausgestellt, dass da doch noch Luft entweicht. Am Ventil, da an den Dingern irgendwo Flecken. Da haben wir jetzt doch einen neuen Schlauch genommen und schauen uns das nachher am Campingplatz nochmal genauer an. Ja, wenn man hier so an der Küstenstraße entlang fährt, wir sind auch noch gerade noch zu so einer Zeit da,
wohl in Europa dieses Carbage 2022 stattfindet. Ah, das ist so ein Autorennen oder so eine Rundfahrt. Müsst ihr mal googeln. Scheint ganz interessant zu sein. Wenn ich 30 oder 40 Jahre jünger wäre, wäre es auch ein Thema für mich gewesen, sowas mal zu machen. Ich komme aus ganz Europa, so Schweizer, Belgier, Niederländer, Deutsche. Und die fahren mit Autos, die sollen angeblich nicht mehr wie 500 Euro wert sein. Und man hört es jetzt schon. Und aus den Niederländern, die haben alle Rundumlichter drauf, oben Dachgepäckträger, teilweise mit Musik. Schon total verrückt. Ja, die fahren durch mehrere Länder jetzt, unter anderem auch durch Kroatien. Und sind unendlich viele. Und ich hatte eben, hier stehen auch so Autos. Total interessant. Kann aber auch nerven, gerade wenn man einen Plattfuß hat an der Strecke. Weil die müssen auch immer hupen, müssen sich bemerkbar machen. Ja, und man sieht, was auffällt, die Deutschen haben alle ein Dachzelt drauf. Und die Niederländer total verrückt. Vom Bobbycar über irgendwelche Plüschtierfiguren oben lang über das Auto gespannt. Ja, einige haben Benzinkanister oben drauf, Ersatzräder, alles mögliche, Musikanlagen. Ja, die Deutschen sind etwas, ich sag mal, die sind nicht so aufgewotzt, die Autos. Hat vielleicht was mit dem deutschen TÜV zu tun. Ja, die Autos müssen fahrbereit sein, dürfen irgendwie am Marktwert nicht höher wie 500 Euro haben, also müssen schon ein gewisses Alter haben. Was kommt hier als nächstgrößere Stadt? Sensch. Sind wir erstmal raus aus der Hitze und essen Eis. Es ist jetzt 12 Uhr Mittag. Also was Dickes können wir jetzt nicht essen. Jetzt sind wir in Sensch. Zum Campingplatz ist es jetzt vielleicht noch 17 Kilometer. Jetzt haben wir fast 60 Kilometer. Mal die Ruhe hier nutzen, bevor die Wilden wiederkommen. Es ist jetzt 12.40 Uhr. Also, heute Morgen sind wir gestartet in Klenovica, hier auf dem Campingplatz. Die ganze Küstenstraße runter, da hatten wir den Platten. In Sensch haben wir gerade das Eis gegessen. Ja, und jetzt geht es noch weiter zum nächsten Campingplatz hier unten. Der ist hier nicht eingetragen, aber der ist so ein Autocamp. Ja. So, was jetzt für uns noch interessant ist, weil wir ja die ganzen Tage, die letztens immer Krieg rechts von uns hatten, und die hört jetzt tatsächlich auf dieser Höhe, ist jetzt die Insel, das Inselende von uns gesehen. Ja. Na, da ist hier jetzt schon wieder Pritsch. Und was wir da jetzt sehen, ist Prvic. Ach, Pirvic. Prvic. Prvic. Ja, heute ist schlecht mit Drohnenfliegen hier, weil wir finden keinen Drohnenstartplatz.
und auch keine Badestelle. Es wird wohl erst heute Abend am Campingplatz die Möglichkeit geben. Hier geht es ja immer schnell runter und das ersparen wir uns mal bei der Hitze immer rauf und runter. Ja. Du wolltest auch schnell zum Campingplatz kommen. Genau. Also, ja, es ist viel Autolärm heute, viel Stress. Ihr hört es ja auch an den Nebengeräuschen. Ist immer Verkehr hier. Müssen wir mal durch, ne? Müssen wir jetzt durch. Fertig. Am schnellsten Weg zum Campingplatz. Ja, sieht so aus, als wenn hier schon die Herbstfarben eingekehrt sind. Aber wir haben jetzt Ende August, ich muss leider sagen, ist alles trocken hier. Ist alles verbrannt. Also ausgetrocknet. Gebrannt hat es hier noch nicht. Und das macht diese braunen Farben. Tag 2, jetzt haben wir 70 Kilometer auf der Uhr. Wir wollten unter 30 fahren, jetzt, weil hier nach kommt jetzt nichts mehr. Lange Zeit und das wollen wir uns heute nicht antun. Das tun wir uns morgen früh an. So, hier ist jetzt unsere Parzelle. Und da vorne haben wir so zwei Nadelbäume. Und zur späteren Stunde fällt hier Schatten hin. Alles gut. Ich schaffe es immer wieder, dass ich hier diesen Hebel hier ab. Den ziehe ich einmal oben dran, dann habe ich sofort bei dem schweren Fahrrad sofort den Hebel hier in der Hand. Und wenn man hier so guckt, ich habe das hier selber noch nicht so richtig verstanden. Habe ich denn nur hier drauf geklemmt oder was? Ist das alles? Interessanter Campingplatz, hat jeder seine eigene Bucht hier. Sieht aus wie so eine Kulisse. Ganz nett gemacht. So, jetzt fehlt nur die Winnetou um die Ecke. Ja. Ist alles perfekt. Tolle Kulisse hier, schöne Felswände. Ich mache gleich nochmal so einen Schwenk zum Abschluss. Und ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, hier noch ein paar Saloons und wenn diese Postkutsche durchfährt, dann ist alles perfekt. Ne? Die Hitze hätte auch gut dazu gepasst. Ne? Ja, was wir euch heute vorenthalten haben, war, mir ist heute ein Ding passiert in Sensch. Ich habe mir 3 Kugeln Eis in der Waffel gekauft. Andrea, habe ich das Eis dann später im Becher. Du hast mir die Wahl gelassen und ich habe im Becher genommen. Also, das ist mir zum ersten Mal passiert. Das Eis ist schneller geschmolzen, wie ich es schlecken konnte. Also, das lief mir so an der Hand runter, an dem Hörnchen drunter. So schnell konnte ich gar nicht schlecken, wie das Eis weg war. Ne? Also, das muss an der Konsistenz gelegen haben. Ich meine, bei uns sind auch schon mal 30 Grad, das habe ich noch nie erlebt. Nee. Also, sowas, ne? Das schmilzt einem in der Hand weg, ne? Hat hier so Türmchen gebaut, ne? So 3 Kugeln aufeinander, so, richtig, ja, ja. So ein richtiger Turm hier, war das. Nicht hier so aneinander geklebt, so wie man es so kennt. Das war ein Turm. So Waffel, warte. Waffel, Hörnchen. Waffel, Kugel.
auf die Kugel, die nächste Kugel, oben nochmal die nächste Kugel. Und ich stand da, voll am Jonglieren. Ne? Aber mehr konnten wir mittags auch nicht essen, ne? Nee. Es war so heiß, also das Eis war genau das Richtige dann mittags. Ja, heute sind wir auch nur 30 Kilometer gefahren, weil es halt auch nur an der Straße lang ging. Wir hatten ja da diesen, habt ihr mitgekriegt, diesen Platten, das ist auch nicht so angenehm, da den Reifen zu flicken. Aber es ging, also ich hatte es mir jetzt echt auch vorher mal ausgemalt und auch schlimmer vorgestellt. Also es ging eigentlich, ne? Ja. Ja, und jetzt haben wir hier diesen praktisch den letzten Campingplatz vor dem Anstieg haben wir jetzt gewählt. Ist ganz in Ordnung hier. Ja, weil die nächsten 40 Kilometer, glaube ich, kommen kaum Unterkünfte. Also kein Campingplatz mehr bis zur Fähre nach Pack. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier jetzt schon nach 30 auch aufgehört haben, ne? Weil dazwischen ist nichts mehr. Und bei der Hitze an einem Tag 70 Kilometer, das ist zu viel. Ja. Das geht nicht. Nee. Und morgen, ja, da geht's auf die Insel Pack. Da wird es auch ein bisschen ruhiger, da haben wir dann keine Küstenstraße mehr. Mhm. Da wird dann so dieser Reiseverkehr, der wird da überhaupt nicht sein, sondern nur halt die paar Touristen, die da mit der Fähre rübergefahren sind und ein paar Einheimische. Richtig. Das war's dann. Jo, das sehen wir dann morgen. Dann sagen wir für heute tschüss und winke, winke. Wir zeigen wie immer noch ein paar Impressionen zum Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen gestern. Und dann sagen wir hier tschüss und winke, winke. Tschüss. Tschüss.